ich bin Charlotte und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Influencerin für nachhaltige Themen wie vegetarisch-veganes Essen, Naturkosmetik, faire Mode und alles, was so dazugehört. Und heute zeige ich euch mal, wie ich so auf Events gehe, wenn ich mich schick mache quasi. Und ja, jetzt geht's auch schon los. So, als allererstes fange ich an, mir nochmal ein bisschen Feuchtigkeit ins Gesicht zu geben von Lovely Day, das Hyaluron in Bloom. Weil meine Haut ist sehr trocken, vor allem jetzt im Winter habe ich immer sehr trockene Haut und habe hier auch so leichte rote Stellen, weil es so trocken ist. Dann von Lovely Day das Skin Rescue. Das ist nochmal so ein Öl, was man da gut drauf geben kann. Dann danach von Nui die Natural Liquid Foundation, da habe ich die Nummer 4 Intense Taiyao. Davon gebe ich einfach so ein bisschen auf meine Hand. Verteile das. Jetzt habe ich ja die Pflege und die Foundation aufgetragen und jetzt kommt Concealer. Das ist von Hint der Duet Perfecting Concealer 02 Light. Und den gebe ich so auf die roten Stellen. Der ist sehr dick, da muss man echt ganz wenig von nehmen, also sehr deckend. Aber der lässt sich super verblenden mit der Haut, dass man nicht sieht, dass Concealer drauf ist. Alles sehr natürlich. Dann fixiere ich das Ganze mit so einem ganz normalen Fixing-Puder. Da gibt es gute Naturkosmetik-Puder. Ich habe jetzt so ein total günstiges von Essence hier gerade noch von einem Shooting mal. Das muss einfach alle werden. Deswegen nehme ich das jetzt mal. Aber gibt es auch genauso von Naturkosmetikfirmen natürlich, was ich natürlich bevorzugen würde. Jetzt kommt die Wimpernzange. Dann nehme ich einen Lidschatten, Beautiful Mineral Eyeshadow von Lavera in der Farbe Matte & Mauve. Mauve ist ja immer total schön für blaue Augen und passt jetzt auch super zu meinem T-Shirt. Das T-Shirt ist übrigens meine Kollektion von Ohana, einer Fair Fashion Firma. Da steht jetzt Dance and Be Happy drauf, weil ich gebe ganz viel so Tanzevents für Lebensfreude, dass man einfach... Also ich tanze sehr viel, für die, die mich nicht kennen. Und ja, habe schon viele damit angesteckt und mache jetzt gerade wieder ein Tanzevent am 1.12., wo alle kommen können und mit mir tanzen können und einfach Spaß haben und den Stress abtanzen. Und dieses T-Shirt steht quasi auch dafür. Dance and be happy. Verblende ich so ein bisschen höher noch, damit das Auge geöffnet wird und auch so ein bisschen unter das Auge. Dann kommt mein Lieblingsbronzer von Benecos, der Ibiza Nights, der fällt schon total auseinander, weil ich den echt überall mit habe. Den mache ich auf die Wangenknochen, also eher gesagt darunter, um die zu betonen. Kann man immer besser sehen, wenn man so ein bisschen so einen Fischmund macht. Dann gehe ich ein bisschen hier so drunter, hier oben an der Stirn, weil es ja auch schön braun aussehen lässt. Dann habe ich Lust auf einen Umrandungslipliner heute. Das ist auch so ein Uralter von Essence in der Farbe 06 Santa Mauve, also eigentlich die gleiche Farbe wie der Lidschatten. Dafür brauche ich jetzt einen kleineren Spiegel. Mhm.
Da umrande ich immer die äußerste Lippe, also den Lippenrand. Aber ich habe vergessen, hier oben drauf muss noch, der ist von Benecos, ein Natural Kajal in der Farbe White. Und da gehe ich immer am Anfang hier oben so dahin, wo die Lippe endet. Und tupft das so ein. Und dann gehe ich mit dem Lip Liner außen rum. Dann nehme ich die Nummer Arcona Lipstick von Nui. Das ist ein richtig schöner Lippenstift. Den trage ich jetzt meinen Pinsel auf. Wo ist der Lippenpinsel? Hier. Weil ich schon den Lip Liner drauf habe und dann will ich nicht da so fett drüber malen, sondern nur so ein bisschen ausfüllen. Als nächstes kommt Highlighter, dann nehme ich von Lavera die 03 Golden Shine und das ist ein Soft Glowing Highlighter. Davon braucht man echt nicht so viel. Den trage ich dann immer hier oben über den Wangenknochen auf, dann ein bisschen über dem Auge. Dann kommt Wimperntusche, da nehme ich immer irgendwelche, da habe ich gar nicht so eine Favoritenmaskara im Moment. Immer die, die ich gerade so da habe, die da rumliegt. Das war jetzt die Powerful Lashes von Lavera, Trend Sensitive. Und ja, die hat mir jetzt schon ausgereicht. Manchmal nehme ich noch eine andere, aber die reicht mir jetzt. Ja, bei dem Highlighter gucke ich immer, ob mir das genug ist. Manchmal gehe ich da auch nochmal mit einer anderen Farbe drüber. Das ist jetzt von Santé Highlighter Liquid. So ein Liquid. Jetzt kommen noch die Augenbrauen. Dafür kämme ich die erstmal nach oben. Manchmal kämme ich die auch so gegen Strich, wenn ich die so nach oben haben will. Das finde ich auch total cool. Und dann male ich ein bisschen mit dem Augenbrauenstift Eyebrow Pencil Blond 02.
Jetzt fixiere ich mit dem Augenbrauen-Styling-Gel Transparent von Lavera nochmal die Augenbrauen. Wie so ein Gel, dass es einfach hart werden lässt und dann bleiben die so. Ja, das war jetzt das Make-up. Jetzt mache ich natürlich noch die Haare auf. Ja, so sieht jetzt der fertige Look aus. Ich hoffe, das Make-up gefällt euch. Ich finde, es passt super zu dem T-Shirt, was bald auf den Markt kommt. Also ich werde es euch dann verlinken bei Instagram, wenn es online ist. Und die Haare sind jetzt leicht gewellt von den zwei Dutz. Ich wuschel die dann immer noch mal so durch. Und ja, bis zum nächsten Mal.